Was sind eigentlich Studiengänge mit Zukunft? Also Studiengänge, bei denen es sich richtig lohnen könnte, sie jetzt zu studieren. Wenn du auf eine kleine Top 13 Auflistung Lust hast, dann bist du hier genau richtig. Die Top 3 werden dich wahrscheinlich überraschen. Bleib also bis zum Ende dran und schreib mir in die Kommentare, was deine persönlichen Top 3 Studiengänge mit Zukunft sind. Das würde mich sehr interessieren. Bevor wir in die Top 13 Studiengänge mit Zukunft einsteigen, müssen wir vorab klären, was hier überhaupt das ausschlaggebende Kriterium ist. Was bedeutet mit Zukunft? Für mich bedeutet es, dass eine akademische Ausbildung in diesem Bereich in den nächsten 3 bis 5 Jahrzehnten sowohl monetären als auch gesellschaftlichen Gewinn bringt. Und damit herzlich willkommen bei Schribe! Tausend Dank an Scribber für das Unterstützen dieses Videos. Mehr zu Scribber später. Platz 13. Medien, Werbung und Marketing. Content is King. Während meines Studiums habe ich für mehrere Unternehmen gearbeitet, deren Gründer und Gründerinnen enorm begabt im Management oder der Produktentwicklung waren. Aber wenn es darauf ankam, einen einigermaßen anständigen Verkaufstext zu schreiben, waren Hopfen und Malz leider oft verloren. Besonders wenn du ein Talent für Ästhetik und Design oder für Sprache hast, dann solltest du diese Fähigkeiten ausbauen. Eine talentierte Designerin oder ein begnadeter Copywriter sind nicht lange angestellt, weil sie schnell merken, wie wertvoll ihre Skills sind und wie gut man damit etwas Eigenes aufbauen kann. Platz 12. Gesellschaftswissenschaften und Soziologie. Diese Studiengänge habe ich auf Platz 12 gesetzt, weil sie die technischen Studiengänge, die gleich noch kommen werden, perfekt ergänzen. Neue Technologien und Innovationen sind schön und gut, aber es braucht immer jemanden, der diese Entwicklung auch mit Blick auf das Ganze begleitet. Große Projekte in Wissenschaft und Praxis müssen immer mehr Kriterien wie Ethik, Diversität und so weiter berücksichtigen. Hier wird sich um Expertinnen auf diesem Gebiet regelrecht geprügelt. Platz 11. Medizin. Das Gesundheitswesen ist einfach nicht wegzudenken, da wir Menschen voraussichtlich noch eine Weile aus Fleisch und Blut bestehen und Hilfe beim Überleben brauchen. Die Fabel, dass künstliche Intelligenz beispielsweise Röntgenärzte massenhaft ersetzt, wurde erst vor kurzem in einer coolen Studie von Lebowitz und Kollegen entzaubert. Die Studie verlinke ich dir mal unter dem Video. Platz 10. Umwelttechnik. Der Klimawandel ist die wahrscheinlich größte Herausforderung dieses Jahrhunderts. Ein Studium der Umwelttechnik beschäftigt sich mit technologischen Verfahren, die unsere Umwelt schützen und/oder Ökosysteme wiederherstellen. Setzt sich der Trend fort, dass auch die Politik Nachhaltigkeit gegenüber Lobbyismus priorisiert, sollten sich in der Umwelttechnik exzellente Marktmöglichkeiten ergeben. Und sinnstiftend ist dieser Karrierepfad auch. Volltreffer. Platz 9. Erziehungswissenschaften und Lehramt. Bildung ist und bleibt der Schlüssel für eine bessere Zukunft. Und gerade weil wir uns im gesellschaftlichen Diskurs immer wieder am Bildungssystem abarbeiten, ist es umso wichtiger, dass exzellente Köpfe in diesem Sektor aktiv sind. Wie können wir das Schulsystem neu denken, sodass es nicht mehr auf den Prinzipien des preußischen Militärs basiert, sondern unsere Kinder auf das Erwachsenwerden im 21. Jahrhundert vorbereitet? Platz 8. Biotechnologie. Dieses Fach strahlt auf mich eine unglaubliche Faszination aus. Auch wenn ich persönlich darin eine totale Niete wäre, finde ich biotechnologische Innovationen wie CRISPR-Cas9 oder mRNA-Verfahren extrem spannend. Wenn man sich überlegt, was da alles möglich ist, wird einem schwindelig. Eine interessante Spezialisierung wäre es hier, sich mit Ethik zu beschäftigen. Wenn du in das Thema einsteigen möchtest, empfehle ich dir die Biografie von Jennifer Doudna namens The Codebreaker und die Netflix-Doku Unnatural Selection. Bevor wir zu Platz 7 kommen, lass mich noch kurz ein paar Worte zum Sponsor dieses Videos, Scribber, verlieren. Bist du auf der Suche nach einem Lektorat oder einer Plagiatsprüfung für deine wissenschaftliche Arbeit, dann kann ich dir das Team von Scribber nur absolut ans Herz legen. Schau einfach mal auf scribber.de vorbei und schreibe mir eine kurze E-Mail an info@schribe.de für einen exklusiven Gutscheincode. Platz 7. Betriebswirtschaftslehre. Auf Platz 7 befindet sich das Schweizer Taschenmesser unter den Studiengängen. Love it or hate it, aber mit dem BWL-Studium stehen dir vermutlich die meisten Türen offen.
BWL zu studieren, weil dir nichts Besseres einfällt, halte ich aber auch nicht für die beste Idee. Gehe dann lieber noch ein Jahr auf Reisen und nimm dir für dieses Jahr vor, dich in verschiedene Themengebiete einzulesen. Mit dem Ende der Reise musst du dann eine Entscheidung für einen Studiengang treffen. So habe ich es auch gemacht und es hat wunderbar funktioniert. Platz 6. Wirtschaftsinformatik. Dieses Fach ist abwechslungsreicher, als es sich anhört. Während du im Bachelor viel über verdammt trockene Themen wie Prozessmodellierung lernst, verbergen sich in den Ausläufern dieses Fachs die wirklich spannenden Fragestellungen. Wie sollten wir Technologie gestalten und benutzen, damit sie unser Leben und die Geschäftswelt bereichert? Die Zukunft der Arbeit, Virtual Reality, Digital Detox oder das Management von KI. All das sind Themen der Wirtschaftsinformatik. Spannend, oder? Platz 5. MINT-Studiengänge. MINT, das steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Damit diese Top 13 nicht zu einer Top 27 wird, sind all diese Studiengänge hier zusammengefasst. Vor einigen Jahren herrschte in Deutschland ein regelrechter MINT-Hype und Platz 1 einer solchen Liste wäre mit Sicherheit an die MINT-Studiengänge vergeben worden. Dass die MINT-Fächer eine rosige Zukunft versprechen, daran hat sich sicherlich nichts geändert. Was dabei jedoch berücksichtigt werden muss, ist, dass nicht jeder das Talent und die Muße für ein solches Fach hat. Ich bin dafür das beste Beispiel. In einer Mechanikvorlesung bin ich nach 5 Minuten sowas von raus. Einem Vortrag über Senecas Stoizismus kann ich jedoch ohne Probleme 120 Minuten lang folgen. Hast du Talent für MINT? Dann gibt es da keine zwei Meinungen. Go for it! Musst du dich hart überwinden, dann denke lieber nochmal drüber nach. Platz 4. Data Science. Data Science ist vermutlich der heißeste Studiengang, der derzeit gehandelt wird. Früher hieß es mal Statistik, aber das klingt ja irgendwie langweilig. Für ein solches Studium brauchst du jede Menge Talent in Mathe und Programmierung. Allerdings muss der Weg zu einem Data Scientist nicht unbedingt über einen Studiengang ablaufen, der auch genauso heißt. Die Grundlagen der Statistik lernst du auch in vielen anderen MINT-Fächern. Wenn du dazu Programmiersprachen wie R oder Python lernst, dann kannst du dir auch so das nötige Wissen aneignen. Gerade in diesem Bereich kannst du eigentlich alles kostenlos im Internet lernen. Außerdem ist es immer weniger wichtig, welches Zertifikat du vorweisen kannst, sondern welche Skills du hast. Ein Studium ist dafür nicht in allen Fällen der effizienteste Weg. Platz 3. Soziale Arbeit. Völlig überraschend auf Platz 3. Die oftmals belächelte soziale Arbeit. Während du vor 10 Jahren mit einem Abschluss in Sozialpädagogik nur auf einen schlecht bezahlten Halbtagsjob in einem Verein hoffen konntest, bist du heute schwer gefragt. Und das ist erst der Anfang. Die Digitalisierung und der Klimawandel haben so massive Auswirkungen auf unsere Gesellschaft, dass die Berufe, die mit emotionaler bzw. sozialer Intelligenz zu tun haben, immer wichtiger werden. Bei den MINT-Studiengängen musst du immer mehr Talent mitbringen, um an die Spitze zu kommen. In den sozialen Berufen winkt dir eine rosige Zukunft. Die Babyboomer altern unaufhaltsam, die Generation Z hängt am Tropf ihres Smartphones und die Generation Y hat Depressionen. Das ist natürlich ein bisschen überzogen, aber so ganz unwahr auch wieder nicht. Im Bereich Soziales wartet in jedem Fall eine Menge Arbeit auf dich. Platz 2. Psychologie. Noch überraschender auf Platz 2 Psychologie. Warum das? Naja, eigentlich greift hier das gleiche Argument wie bei der sozialen Arbeit. Nur, dass du mit Psychologie noch lukrativere Marktmöglichkeiten ausschöpfen kannst. Während im Sozialen Jobs in der Pflege oder dem Kinder- und Jugendbereich noch immer nicht das ganz große Geld versprechen, können gut ausgebildete Psychologinnen und Psychologen mit einer Spezialisierung, zum Beispiel auf Burnout-Prävention oder Gesundheitscoaching, eine Menge Geld verlangen. Aber auch abseits der monetären Anreize sind die emotionalen Berufe die Sektoren mit einem riesigen Bedarf und Wachstumspotenzial. Platz 1. Der Studiengang, für den du brennst. Auf Platz 1 ist nicht irgendein Studiengang, sondern der Studiengang, für den du Feuer und Flamme bist. Warum das so ist, möchte ich dir nun erklären. Eingangs hatte ich ja von monetärem und gesellschaftlichem Gewinn gesprochen. Diesen kannst du jedoch nur erwirken, wenn du zuerst die Basis dafür legst, deinen persönlichen Gewinn. Denn nur wenn du dich selbst dafür liebst, was du tust, kannst du anderen helfen, dafür Geld verlangen oder die Welt ein kleines Stück besser machen.
Meiner Erfahrung nach ziehst du den größten persönlichen Nutzen aus einer Tätigkeit, wenn du dich an der Schnittstelle zwischen Interessen, Fähigkeiten und Marktmöglichkeiten bewegst. Ist deine Positionierung, das heißt, wie du dich beruflich aufstellst, in einem dieser Bereiche unausgewogen, dann hast du ein Problem. Ein Beispiel. Nehmen wir an, du bist eine leidenschaftliche Kartfahrerin und liebst es, am Motor deines Karts herumzubasteln. Oder du bist ein richtig guter Journalist und könntest den ganzen Tag Interviews führen und Artikel schreiben. Hier sind meistens zwei der Bereiche voll ausgefüllt. Aber die Marktmöglichkeiten sind nach heutigem Wissen eher bescheiden. Sowohl Zeitungen, und damit meine ich auch Online-Medien, als auch Verbrennungsmotoren werden vermutlich nicht mehr den Glanz alter Tage zurückgewinnen. Ein zweites Beispiel. Nehmen wir an, du entscheidest dich für ein Data Science-Studium und lernst dort ganz passabel zu programmieren. Dann stehen dir bei vielen Unternehmen die Türen offen und du kannst vermutlich kurzfristig viel Geld verdienen. Im Innern hast du aber viel lieber mit Menschen zu tun und wirst es nicht aushalten, 5 Jahre Studium vor deinem Computerbildschirm zu verbringen. Eine lebenswichtige Entscheidung, auf der Basis einer Liste mit den Top-Studiengängen mit den höchsten Verdienstmöglichkeiten zu treffen, ist selten gut gegangen. Glaub mir. Und nun mal ein Gegenbeispiel. Nehmen wir an, du bist leidenschaftlicher Geisteswissenschaftler und Geschichte und Philosophie waren schon immer deine Traumstudiengänge. Marktmöglichkeiten? Gleich null, oder? Aber wieso denn eigentlich? Tust du dich mit einer Webentwicklerin und einem BWLer zusammen? Entwerft ihr zusammen eine Lernplattform für Schülerinnen und Schüler, in denen Schulfächer anhand von animierten Geschichten und interaktiven Lernaufgaben didaktisch hochwertig vermittelt werden? Das Paket bietet ihr Schulen im ganzen Land an und macht sogar Auftragsarbeiten für Museen in aller Welt. Ein Volltreffer in allen drei Bereichen. Bedenke also, die Marktmöglichkeit bzw. das, was du aus deiner Bildung machst, ist nicht dadurch determiniert, was für mögliche Angestelltenjobs und Berufsfelder in der Studiengangsbeschreibung stehen. Mit Kreativität, Mut und Durchhaltevermögen kannst du dich und deine Fähigkeiten zukunftsfähig machen. Immer.